hat jetzt das Wort der Kollege Dr. Gregor Gysi. Wie kommt man zu einer europäischen Integration? Kommt man tatsächlich zu einer europäischen Integration, indem man ein Europa der Banken schafft? Oder käme man nicht viel eher zu einer europäischen Integration, wenn man über den Weg der Kultur, wenn man über den Weg der Chancengleichheit in den Gesellschaften, wenn man über den Weg der Angleichungsprozesse und das Ziel der sozialen Gerechtigkeit ein solches Europa integriert? Und das ist unsere grundsätzliche Kritik an dem Vorhaben, über das es heute hier zu beschließen geht. Man kann einen Kontinent nicht über Geld einen. Das hat noch nie in der Geschichte funktioniert und das wird auch hier nicht funktionieren. Sie, Herr Genscher, haben vor allem davor gewarnt, dass es schlimme Folgen hätte, wenn die Europäische Währungsunion scheitern würde. Ich behaupte, sie kann auch scheitern, wenn man sie einführt, nämlich dann, wenn die Voraussetzungen nicht stimmen. Und darüber müsste nachgedacht und, wie ich finde, auch länger diskutiert werden. Ich sage, im Augenblick wird das ein Europa für erfolgreiche Rüstungs-, für erfolgreiche Exportkonzerne, für Banken, vielleicht noch für große Versicherungen. Es wird kein Europa für kleine und mittelständische Unternehmen, kein Europa für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, kein Europa für Gewerkschaftsbewegungen und auch kein Europa für die sozial Schwächsten in den Gesellschaften der Teilnehmerländer. Und da sage ich, ist eine richtige, eine die Menschen mitnehmende, sie an ihren sozialen Interessen anknüpfende europäische Integrationspolitik entscheidend. Wenn man sie unter falschen Voraussetzungen macht, dann wird das der Keim zu einem neuen Nationalismus und damit auch zu steigendem Rassismus sein. Das ist unsere große Sorge, die wir hier formulieren wollen. Hier ist gesagt worden, dass es ohne Euro keinen Abbau von Arbeitslosigkeit geben wird in Europa. Also das verstehe ich ja nun überhaupt nicht. Täglich wird uns hier erzählt, dass in bestimmten europäischen Ländern Arbeitslosigkeit durch verschiedenste Maßnahmen erfolgreich abgebaut wurde, ohne dass es den Euro gab. Ich halte es immer für gefährlich, wenn scheinbar zwingende Zusammenhänge hergestellt werden, die in Wirklichkeit nicht existieren, nur um ein anderes Ziel damit begründen und durchsetzen zu können. Im Gegenteil, der Euro bietet nämlich auch sehr viele Gefahren für Arbeitsplätze und es bringt uns gar nichts, auf sie nicht einzugehen. Wir schaffen eine europäische Währung, haben aber keinen europäischen Gesetzgeber, keine europäische Verfassung, keine garantierten europäischen Rechte und verlagern die Funktionen vom Parlament auf die Exekutive in Brüssel. Das heißt, heben die Gewaltenteilung in der Gesellschaft schrittweise auf. Damit sich dann die jeweilige Bundesregierung und auch die Regierung der anderen Länder und deren Parlamente auf Brüssel herausreden können und sagen können, wir können hier gar keine nationale Politik in diesen Fragen mehr machen, weil uns die Möglichkeiten genommen sind. Aber wir haben eben kein demokratisches europäisches Äquivalent. Das ist ein Hauptmangel der Verträge von Maastricht und Amsterdam. Ich behaupte, der Euro kann auch spalten. Denn er macht die Kluft zwischen den Mitgliedsländern der Europäischen Union und jenen, die nicht Mitglied der Europäischen Union sind, ja nicht kleiner, sondern größer. Der Weg gerade für die osteuropäischen Länder, für die sich Herr Genscher so eingesetzt hat, in die Europäische Union wird dadurch nicht leichter, sondern schwieriger werden. Er unterscheidet innerhalb der Mitgliedsländer der EU zwischen jenen, die an der Währungsunion teilnehmen und jenen, die daran nicht teilnehmen. Das ist das erste Mal eine ökonomische und finanzpolitische Spaltung zwischen den Mitgliedsländern der Europäischen Union. Er unterscheidet aber auch noch und stärker die Euro-Länder. Alle würdigen am Euro, dass die Exportchancen Deutschlands sich erhöhen würden. Wenn das dann so ist, dann müssen doch andere Produktionsunternehmen in anderen Ländern darunter leiden. Anders ginge es doch gar nicht. Das heißt, wir wollen den Export Deutschlands erhöhen und damit die Industrie in Portugal und Spanien und anderen Ländern schwächen. Die werden verostdeutscht, weil sie diesem Export nicht standhalten können. Das ist eines der Probleme, das zu einer weiteren Spaltung innerhalb Europas führt.
Aber das Zweite ist, es geht selbst innerhalb der verschiedenen Länder um unterschiedliche Regionen. Es haben doch nur die Regionen etwas davon, die in erster Linie vom Export leben. Was ist denn mit jenen Regionen, auch in Deutschland, die kaum exportieren? Sie wissen, dass der Exportanteil der ostdeutschen Wirtschaft fast null ist. Die haben überhaupt nichts davon. Im Gegenteil, die Binnenmarktstrukturen werden durch Billigprodukte und Billiglöhne systematisch zerstört werden. Deshalb sage ich, es ist ein Euro der Banken und der Exportkonzerne, nicht der kleinen und mittelständischen Unternehmen, die auf den Binnenmarkt angewiesen sind, nicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir haben es aber auch mit einem weiteren Problem zu tun, nämlich dass der Reichtum in diesem Europa wachsen wird, aber in immer weniger Händen. Wollen Sie ein Europa, ein Euro mit immer mehr Kürzungen des Rentenniveaus? Wollen Sie ein Europa mit immer mehr Zuzahlungen für Kranke bei Medikamenten und bei ärztlichen Behandlungen? Das waren doch Ihre Reformen. Und wollen Sie ein Europa, in dem 10% der Bevölkerung sinnlos immer reicher werden und andere immer mehr draufzahlen müssen? Mit der Demokratiefrage hängt übrigens auch zusammen, dass ja Finanz- und Geldpolitik kaum noch möglich sein wird. Die wird abgegeben an die Europäische Zentralbank. Sie wird damit anonym. Und damit wird erreicht, dass sich die Regierungen auf eine Bank herausreden können und erklären können, dass sie keine politischen Spielräume haben, weil die Europäische Zentralbank bestimmte Vorgaben gemacht hat. Wer so eine Politik einleitet, zerstört Demokratie. Denn Auswahl haben die Menschen nur in der Politik, nicht bei der Bank. Da haben sie nichts zu entscheiden. Das ist die Realität in dieser Gesellschaft und auch in den anderen europäischen Gesellschaften. Das Wichtigste aber, und unsere größte Kritik richtet sich auf einen anderen Punkt. Wer europäische Integration will, der muss europäische Angleichungsprozesse einleiten. Dazu würde gehören, die Steuern zu harmonisieren. Dazu würde gehören, die Löhne anzugleichen, die Preise anzugleichen, soziale, ökologische, auch juristische Standards anzugleichen. Es macht ökonomisch einen großen Unterschied, ob es gegen irgendetwas ein Einspruchsrecht gibt oder nicht gibt, weil es in dem einen Falle teurer ist als in dem anderen Falle. Wenn Sie das alles nicht machen, wenn Sie das politisch nicht leisten und stattdessen sagen, wir führen eine Einheitswährung ein, um die Angleichungsprozesse zu erzwingen, dann sagen Sie doch nichts weiter, als dass Sie ganz bewusst Lohnwettbewerb, und das heißt in Wirklichkeit Lohndumping, Kostendumping organisieren wollen. Und das wird ein Europa des Dumpings, des Abbaus nach unten. Und wer so etwas organisiert, der, behaupte ich, organisiert nicht nur Sozial- und Lohnabbau, sondern er organisiert auch zunehmenden Rassismus. Das mag nicht bewusst sein, aber das wird die Folge sein, so wie wir das heute schon auf den Baustellen in Deutschland und in anderen Ländern erleben. Und deshalb sagen wir, es ist der falsche Weg. Wir hätten ja einen anderen gehen müssen, erst die Angleichungsprozesse. Und wenn wir die politisch gemeistert hätten, dann hätte man am Schluss der Entwicklung als Krönung eine Einheitswährung einführen können. Wer aber über die Währung die Angleichung erzwingt, der erzwingt sie nach unten mit allen katastrophalen sozialen Folgen.